Hallo ihr Lieben, willkommen zum zweiten Video meiner diesjährigen Osterreihe. Heute werden wir zusammen wieder etwas aus Fimo machen und zwar werden wir zusammen Ostereier dekorieren. Es gibt hier jetzt natürlich unzählige Varianten und Möglichkeiten, wie ihr das Ganze gestalten könnt. Ich hoffe, ich kann euch hiermit ein paar kleine Impressionen geben, was man zum Beispiel machen könnte und worauf ihr dann ja in irgendeiner Form vielleicht aufsetzen könnt. Zunächst einmal brauchen wir dafür natürlich Eier und dazu habe ich mir erstmal Eier ausgeblasen. Dazu stecht ihr einfach mit einer kleinen Nadel oder einem spitzen Gegenstand vorsichtig ein kleines Loch jeweils oben und unten in die Schale rein. Und ja, geht dabei einfach möglichst vorsichtig vor, damit euch die Schale von dem Ei nicht komplett zerspringt, sondern wirklich nur ein kleines Loch entsteht. Und dann pustet ihr einfach durch eins der beiden Löcher und dann kommt auf der anderen Seite von dem Ei das Innere heraus. Ihr könnt jetzt natürlich das Ei-Innere ganz normal als Lebensmittel weiterverwenden, aber ja, darum geht es jetzt in dem Video nicht, sondern um die ausgeblasenen Eier, die ihr dann dadurch bekommt. Und um jetzt den Stempel zu verstecken, der auf jedem Ei immer drauf gestempelt ist und einfach damit die Farbe dann auch zu meinem Projekt passt, habe ich mir jetzt hier ein bisschen Acrylfarbe genommen und habe einfach mein Osterei damit bestrichen oder beziehungsweise betupft. Ihr könnt natürlich auch unechte Eier benutzen oder irgendwelche Alternativen, aber bitte bedenkt, dass ihr gewisse Sachen wie zum Beispiel Plastik nicht in euren Backofen stecken könnt, weil das schmilzt und ja, ist vielleicht ungesund, weil irgendwelche ungesunden Dämpfe entstehen. Also passt da einfach auf, was ihr dafür benutzt. Eierschale ist in dem Fall unbedenklich. Andere Alternativen, die mir jetzt noch einfallen, die ihr zum Beispiel benutzen könnt, ist ein Drahtgestell oder zusammengeknüllte Aluminiumfolie. Ja, wenn die Acrylfarbe auf eurem Ei dann getrocknet ist, könnt ihr nach Bedarf auch noch weitere Schichten von der Acrylfarbe hinzufügen, wenn euch das noch nicht deckend genug ist. Ansonsten geht jetzt auch schon der spannende Teil los. Und zwar werde ich euch zwei verschiedene Varianten zeigen. Ich habe einmal ein relativ schnelles und ein einfaches Osterei mit Fimo gestaltet und dann auch ein sehr aufwendiges, ja fast schon eher künstlerisches Ei. Aber wir fangen jetzt einfach mal mit dem einfachen Osterei an. Und zwar nehme ich mir erstmal meinen Clay-Extruder und presse mir mit der entsprechenden Schablone ein paar Fimo-Röhrchen aus. Und die Farben, die ich benutzt habe, sind in dem Fall Blau und Grün aus der Fimo True Colors Reihe, weil ich die Farben ganz schön fand. Ja, und ansonsten nehmt einfach die Farben, die euch gefallen. Ihr könnt auch mehr Farben oder weniger Farben benutzen natürlich. Und durch die Kombination der beiden Farben erhalte ich mit meinem Clay-Extruder zusätzlich noch einen schönen, dezenten Farbverlauf. Wenn ihr jetzt keinen Clay-Extruder habt, könnt ihr das natürlich auch von Hand rausrollen. Allerdings finde ich, es geht ein bisschen schneller und spart Zeit, wenn man jetzt den Clay-Extruder hierfür benutzt. Auf jeden Fall habe ich diese Röhrchen dann einfach in einer Art ja, Ranken- oder Schnörkelmuster auf mein Ei draufgelegt oder beziehungsweise drauf ja gepresst, vorsichtig natürlich und auch von der Länge her zurechtgezupft. Ihr müsst einfach mal gucken, wie gut euer Fimo bei euch an dem Ei haften bleibt. Bei mir hat es relativ gut funktioniert, nicht perfekt, aber ausreichend gut. Und wenn euch aber die Klebekraft nicht stark genug ist, wenn ihr das Gefühl habt, das fällt alles wieder ab von eurem Ei, dann könnt ihr auch gleich von Anfang an eine dünne Platte aus Fimo ausrollen und euer Ei damit komplett bedecken. Dann müsst ihr es auch vorher nicht mit Acrylfarbe anmalen. Das geht natürlich auch, aber ich wollte es jetzt hier einfach und simpel halten und deswegen habe ich mir den Schritt dann quasi gespart und wollte quasi dann diese blanke Eierschale, die dann nur mit Acrylfarbe bemalt ist, die wollte ich eben, dass die dann rausguckt. Jetzt könnt ihr das Ei eigentlich auch schon so lassen, wie man es so gefällt. Ich finde das so eigentlich auch sehr schön. Man kann natürlich noch andere Details hinzufügen. Ich konnte mich auch noch nicht davon lösen. Ich wollte dann noch so ein bisschen mehr dazu machen und habe dann einfach noch kleine Kügelchen gerollt und auf die Eierschale gepresst. Ist natürlich Geschmackssache, was man da macht. Wie gesagt, man kann da wirklich alles Mögliche machen. Auf jeden Fall. Sobald ihr dann mit eurem Muster zufrieden seid, könnt ihr das Ganze dann in den Backofen geben und das Ganze muss dann einfach nach Packungsanweisung in den Backofen gebacken werden, damit dann das Fimo aushärtet. Und danach habe ich einfach nochmal mit schwarzer Acrylfarbe und weißer Acrylfarbe noch ein paar Punkte hinzugefügt. Wie gesagt, meine Schritte sind wirklich optional. Guckt einfach mal, was ihr machen möchtet. Ich wollte einfach mal zeigen, dass man auch eine Kombination aus Acrylfarbe dann noch zusätzlich benutzen kann, dass man dann auch Details hinzumalen kann. Ihr könnt auch wirklich konkret malen mit einem Pinsel oder was euch so einfällt. Auf jeden Fall, ja, habe ich hier jetzt einfach nur so ein paar Punkte mit meinem Dotting-Tool hingemacht. Das geht ja relativ schnell.
Und sobald die Acrylfarbe dann getrocknet ist, habe ich das komplette Ei nochmal mit einem Glanzlack versiegelt. Auch da müsst ihr einfach mal schauen, ob ihr das machen möchtet oder nicht. Mir war das irgendwie ganz lieb, wenn alles nochmal unter einer Lackschicht versiegelt ist, weil dann kann die Acrylfarbe nicht abkratzen oder abblättern. Und auch diese Fimo-Punkte, die fallen dann, hoffe ich jetzt zumindest, nicht so schnell ab wie ohne Lackschicht. Und ja, das Ganze ist einfach gegenüber Kratzern besser geschützt. Deswegen habe ich das einfach nochmal lackiert. Und ansonsten sind wir auch schon mit der ersten Ostereier-Variante fertig. Kommen wir jetzt zum zweiten Ei, das jetzt wegen dem hohen Zeitaufwand vielleicht eher nicht so sehr für die Massenproduktion geeignet ist. Aber bei dem Ei könnt ihr euch dann wirklich richtig austoben sozusagen. Auch hier habe ich das Ei erstmal mit Acrylfarbe grundiert. Da wir das Ei später aber komplett mit Fimo bedecken, ist dieser Schritt eigentlich nicht notwendig, aber ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen, dass da keine komische braune Eierschalenfarbe irgendwo noch rausschimmert oder raussticht. Und um jetzt ein wenig Zeit zu sparen und auch wieder wegen dem Farbverlauf, habe ich jetzt auch hier wieder meinen Clay-Extruder zu Hilfe genommen. Aber wie gesagt, wenn ihr keinen Clay-Extruder habt, versucht einfach die Form von Hand selbst zu rollen oder selbst euch zurecht zu zupfen. Also das geht bestimmt, man muss es nur wollen und man muss, ja, auch die Zeit dafür haben. Ich finde schon, dass der Clay-Extruder das ein bisschen zeitlich einem abnimmt. Auf jeden Fall gibt es für den Clay-Extruder verschiedene Platten, die man dafür benutzen kann und die auch dann unterschiedliche Stränge kreieren. Und ich finde, das Projekt eignet sich jetzt perfekt, um einfach mal mit den verschiedenen Platten ein wenig zu experimentieren und einfach mal rumzuspielen. Deswegen habe ich mir hier einige Muster ausgesucht und dann nach und nach die Fimo-Stränge durch den Clay-Extruder bzw. durch die entsprechenden Platten gepresst. Und dadurch erhalte ich dann ganz viele verschiedene Stränge mit verschiedenen Formen, die ich dann nach und nach auf meinem Osterei unterbringen kann und wo ich dann noch zusätzlich einen netten Farbverlauf da drin habe, ohne merklichen Mehraufwand, was ich ganz cool finde. Wie gesagt, wenn ihr keinen Clay-Extruder habt, stresst euch da nicht. Da gibt es so viele unterschiedliche Varianten, was man da alles machen kann. Also war nur mal ein Beispiel, wie man einen Clay-Extruder benutzen kann. Und wenn ihr dann mit den Vorbereitungen soweit fertig seid, ich finde das immer ganz nett, das alles vorher vorzubereiten und dann erst mit der Verzierung anzufangen, dass man nicht ständig hin und her switchen muss zwischen Extruder und dem Osterei. Und ja, mich erinnert dieser Schritt jetzt einfach an Doodling. Normalerweise macht man das ja auf Papier, dass man da irgendwelche geometrischen Formen oder Muster oder was auch immer einem einfällt, einfach zu Papier bringt. Vielleicht ohne groß nachzudenken, einfach mal irgendwas, was einem gerade in den Sinn kommt. Und ich finde, hier ist das im Prinzip genau dasselbe. Und ich, ja, es macht einfach mega viel Spaß. Doodling auf dem Papier ist jetzt irgendwie eher nicht so meins, ich weiß gar nicht warum, aber auf jeden Fall hier macht mir das echt mega Spaß, das Ganze auch dreidimensional zu machen. Und ja, es ist einfach probieren und machen, also ich folge da keinem bestimmten Schema, ich habe mir auch vorher nichts überlegt, wie ich das Ganze gestalten möchte. Ich habe einfach mal drauf losgemacht und ja, gewisse Dinge einfach mal irgendwo hingehalten und geguckt, ob mir das spontan gefällt oder nicht. Und ja, deswegen werde ich zu dem Ganzen auch nicht großartig quatschen, weil man dazu eigentlich auch nicht viel erklären kann. Ich wollte nur im Vorfeld schon mal eine kleine Entschuldigung loswerden, dass ich teilweise ja doch ein bisschen sehr stark aus dem Kamerabild rausgerutscht bin. Ja, ich war so sehr fixiert oder so sehr fasziniert von meinem Eiergestalten, dass ich da ja leider nicht drauf geachtet habe, im Bild zu bleiben. Aber ich denke, man kann trotzdem ganz gut verstehen, was ja hier passiert ist. We'll be right back.
Wenn ihr das Ganze dann zu eurer Zufriedenheit gestaltet habt, könnt ihr das Ei jetzt im Backofen wieder nach Packungsanweisung backen und aushärten lassen. Ich würde euch allerdings empfehlen, es nicht zum Schluss komplett zu backen, sondern ich würde euch empfehlen, einfach in mehreren Schritten zu arbeiten. Also ihr verziert einfach einen Teil von dem Ei, dann backt ihr es schon mal, damit das Ganze dann schon mal aushärtet und dann arbeitet ihr weiter und verziert es weiter. Das hilft euch dann dabei, dass eure Figuren und eure Muster euch nicht vermatschen. Ich habe das hier leider nicht gemacht. Ich habe halt gedacht, es würde halbwegs funktionieren. Im Nachhinein sind mir aber doch einige Sachen ja leider sehr zermatscht, wo ja man dann einfach, wenn man so drin ist, dann einfach nicht mehr dran denkt und nicht mehr drauf achtet und irgendwo muss das Ei ja liegen und ja, ich würde euch einfach empfehlen, backt es in mehreren Schritten und dann habt ihr in der Hinsicht keinen Ärger oder beziehungsweise, ja, tut euch ein bisschen leichter damit. Und ansonsten könnt ihr jetzt entweder schon sofort Lack drüber geben oder das Ei gar so lassen. Aber natürlich konnte ich jetzt auch hier noch nicht aufhören. Bei mir war das noch nicht genug. Ich wollte jetzt noch dieses, ja, Doodling, dieses Fimo-Doodling, sage ich einfach mal, dem wollte ich jetzt noch ein bisschen mehr Kontrast hinzufügen. Und zwar habe ich mir hierzu schwarze Acrylfarbe genommen und habe das Ganze dann einfach auf das Ei aufgetupft. Wer die Technik jetzt nicht kennt, für den wird es vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch aussehen. Aber auf jeden Fall funktioniert das einfach nur so, dass ihr euch jetzt ein feuchtes Tuch nehmt. Ein Baby, diese Babyfeuchttücher zum Beispiel. Oder ihr nehmt euch einfach einen, feuchten Lappen einfach. Und mit diesem feuchten Tuch habe ich dann die Acrylfarbe einfach wieder abgewischt, bevor sie getrocknet ist. Also ihr müsst euch ein bisschen beeilen, nicht zu lange warten. Und ich mache auch nicht das komplette Ei, sondern ich mache immer nur so eine kleine Fläche und arbeite mich da so weiter. Und der Trick ist dabei, dass dann die schwarze Farbe in den Vertiefungen hängen bleibt, wo man dann mit dem feuchten Tuch nicht so ohne weiteres drankommt. Und dadurch entsteht dann eben nochmal so ein erhöhter Kontrast. Ich finde, hier passt das ziemlich, ziemlich gut, diese Technik. Weil wir hier halt, wie gesagt, wir arbeiten hier dreidimensional und haben halt diese geometrischen Formen und alles. Und ich finde, das bringt das nochmal richtig gut zur Geltung. Ihr müsst das natürlich nicht machen, wenn euch dieser Stil nicht gefällt. Man kann das auch, ja, einfach so lassen wie vorher. Auf jeden Fall fand ich es sehr schön und habe das auch ziemlich weit getrieben, sodass dann mein Ei am Ende recht dunkel war. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Ihr könnt schon wesentlich früher aufhören. Und je feuchter euer Tuch ist und je schneller ihr das Ganze abwischt nach dem Auftupfen, desto weniger stark bleibt dann die Acrylfarbe an den Erhebungen auch hängen. Auf jeden Fall hat mir dieser Look sehr gut gefallen mit diesem Schwarzen, weil es diese grellen Farben, also dieses grelle Grün und Blau, dadurch wieder rausgenommen hat, aber diese grellen Farben trotzdem an manchen Stellen noch so rausschimmern und rausstechen. Also ich finde diese Kombination echt genial und wunderschön. Und ja, deswegen habe ich das Ganze ein bisschen weiter getrieben, als ich eigentlich ursprünglich gedacht habe. Auch hier könnt ihr es jetzt natürlich schon so lassen, aber einen allerletzten Schritt füge ich jetzt noch hinzu, bevor ich jetzt mein Ei für fertig erkläre. Und zwar habe ich mich jetzt für die beiden Metallic-Pulver von Fimo dafür entschieden, und zwar einmal die Farbe Gold und einmal die Farbe Bronze, weil ich dachte, es passt farblich ganz gut zu meinem Projekt. Wenn ihr jetzt die Metallic-Pulver nicht habt, könnt ihr auch Lidschatten oder Perfect Pearls oder irgendwas Ähnliches dafür benutzen. Schaut euch einfach mal bei euch zu Hause rum, was ihr so da habt. Auf jeden Fall, ich liebe diese Metallic-Pulver. Die sind wahnsinnig deckend und einfach nur wunderschön, haben einen wunderschönen metallischen Schimmer. Und deswegen wollte ich die unbedingt für das Projekt benutzen, weil ich dachte, es passt einfach. Und das Pulver habe ich dann einfach nur mit einem Pinsel über mein Ei drüber gestäubt. Ich bin dabei auch nicht besonders vorsichtig gegangen. Ich wollte nicht, dass das Ganze unbedingt regelmäßig, also gleichmäßig ist oder deckend ist. Ich wollte einfach nur, dass das einen metallischen Schimmer bekommt. Ich wollte, dass das sich so ein bisschen abwechselt. Deswegen habe ich ja auch die Farbe Bronze noch dazu genommen und nicht nur Gold. Und ja, letzten Endes schimmert das Osterei einfach nur in so vielen verschiedenen Farben. Man erkennt zum Teil auch Farben, die ich eigentlich gar nicht benutzt habe. Also ich finde das einfach nur wunderschön. Ich hoffe, man kann es einigermaßen im Video erkennen oder vielleicht erahnen. Auf jeden Fall, ja, ich finde den Effekt richtig, richtig toll. Mir gefällt das sehr gut und ja, das Metallic-Pulver passt in dem Fall auch ziemlich gut zu dem Projekt, wie ich finde. Und damit das Pulver jetzt noch fixiert wird, würde ich euch jetzt wirklich empfehlen, hier jetzt nochmal das Ei mit einem Lack zu versiegeln. Ihr müsst jetzt hier ein bisschen aufpassen, vielleicht dadurch, dass wir jetzt das Pulver auf gebackenem Fimo aufgetragen haben, haftet das Pulver nicht so gut, wie als wenn ihr es auf ungebackenem Fimo aufgetragen hättet. Dadurch kann es passieren, dass wenn ihr mit eurem Pinsel ein bisschen zu, ja, grob, sage ich mal, drüber geht, dass ihr dann das Pulver zum Teil wieder abschabt.
Am besten würde ich euch empfehlen, einfach möglichst tupfende Bewegungen zu benutzen dafür und vielleicht auch nicht, wenn ihr da Angst habt, den Originalbehälter zu benutzen, sondern vielleicht nehmt ihr euch einfach so ein kleines Becherchen und füllt da ein bisschen von dem Lack rein, weil natürlich dieses Pulver auch an eurem Pinsel haften bleibt und dann kann es eben passieren, dass diese Metallic-Pigmente dann auch in eurem Lack reinkommen und euren Lack quasi verunreinigen. Ja, ich habe das jetzt in der Originalverpackung gemacht. Ich war einfach ein bisschen vorsichtig, müsst ihr einfach mal gucken, was ihr lieber machen möchtet. Ja, und das war dann auch schon das zweite Osterei. Das Ganze ist und bleibt natürlich Geschmackssache, vielleicht auch ein bisschen Übungssache, wie schon erwähnt. Ich hätte das jetzt eigentlich lieber so im Nachhinein in mehreren Schichten oder in mehreren Schritten gebacken und wieder gestaltet, damit man einige Formen besser sieht, die ein bisschen vermatscht sind zum Schluss. Man kann so viele unterschiedliche Dinge machen. Man kann das Ganze nicht ganz so dreidimensional gestalten. Man kann es viel mehr dreidimensionaler gestalten. Man kann jetzt natürlich noch irgendwelche anderen Elemente hinzufügen, Cabochons oder Fimo-Blumen modellieren oder irgendwelche Metallgegenstände dann mit noch kombinieren, Charms kombinieren, mit Schleifpapier arbeiten, und. So viele Möglichkeiten, aber ich wollte jetzt natürlich den Rahmen des Videos nicht sprengen, also mir wäre da wirklich eine Menge eingefallen, aber ja, ich hoffe, ich konnte euch mit meinen beiden Ostereiern ein bisschen Inspiration liefern und ein paar Gedankengänge mit euch teilen, was man denn noch so machen kann. Ja, welches der beiden Eier findet ihr denn besser? Seid ihr der Meinung, dass sich der Aufwand für das zweite Ei lohnt? Also schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und ich denke, gerade das zweite Ei kann man auch super als Steampunk-Projekt oder als Fantasy-Projekt deklarieren. Also ja, kann man eine Menge machen, auch außerhalb von Ostern, finde ich, ist das eine sehr coole Idee. Und dadurch, dass wir auch das Ei, also das echte Ei im Inneren benutzt haben, haben wir auch wirklich nicht so viel Fimo dafür aufgewendet, wie man vielleicht denken könnte. Und das Ganze ist auch nicht ganz so schwer, weil das Innere natürlich auf Luft besteht. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Nachmachen und wünsche euch noch ein schönes, kreatives Wochenende. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss.